Aha, das bedeuten Justin Biebers Tattoos also. Der Sänger geht an seinem 16. Geburtstag das erste Mal zum Tätowierer. Er lässt sich einen winzigen Umriss eines fliegenden Vogels auf seiner Hüfte stechen. Seitdem kommen über 60 kleinere und auch größere Motive hinzu. So sind heute nicht nur beide Arme des 27-Jährigen vollständig mit Tinte bedeckt, auch auf dem Rest seines Körpers sind zahlreiche Tattoos. Von einzelnen Buchstaben und Wörtern bis hin zu Tiermotiven ist alles dabei. Doch was steckt hinter all diesen verschiedenen Tintenkunstwerken? Das versuchen Justins Fans schon lange zu entschlüsseln. Jetzt erlöst der What Do You Mean-Interpret sie endlich und verrät, was einige seiner Tattoos symbolisieren. Erstens, der Bär. Das Säugetier, das die rechte Brust des Musikers schmückt, lässt er sich in Neuseeland stechen. Es soll ihn daran erinnern, sich trotz seines vollen Terminkalenders auch Ruhepausen zu gönnen. So zäh und widerstandsfähig ein Bär auch ist, er hält immer Winterschlaf, was so wichtig ist. Wir Menschen machen, machen und machen, ohne uns auszuruhen, und das kann uns erschöpft und ausgelaugt zurücklassen. Zweitens, der Löwe. Gegenüber des Königs der Wälder ist der König der Tiere. Für Justin steht er dafür, ein Löwenherz zu haben und so stark, mutig und verwegen zu sein wie das Raubtier. Drittens, der Vogel. Das Tattoo an seinem Hals ist eines der Lieblingsdesigns des gebürtigen Kanadiers. Es ist eine Erinnerung daran, die Gaben, die Gott mir gegeben hat, zu nutzen und alles zu geben, was ich habe, und über all den Bullshit zu stehen. Viertens, das Kreuz. Nicht nur der Vogel ist Ausdruck von Justins religiöser Überzeugung. Er hat auch ein riesiges Kreuz mitten auf seiner Brust. Es ist ein Symbol meines Glaubens und eine Erinnerung daran, was Jesus ertragen hat, um alles, was zerbrochen war, wieder gut zu machen. Fünftens, die Rose. Sie ist der neueste Körperschmuck in seiner Sammlung. Die Blume ergänzt den Lorbeerkranz an seinem Hals, den er sich Anfang 2020 stechen lässt. Und was hat sie zu bedeuten? Die Rose erinnert mich daran, dass ich zwar fehlerhaft bin, aber die Schönheit auch durch unsere Unzulänglichkeiten hindurch scheint. Bei all diesen Tattoos überall auf seiner Haut gibt es jedoch zwei Stellen, die frei von Tinte sind. Seine Hände. Und das sollen sie auch bleiben. Ich habe mir selbst versprochen, dass ich mir keine Tattoos auf meinen Händen stechen lasse. Es hat irgendwas, einen Anzug zu tragen und keine Tattoos auf meinen Händen zu haben. Auch wenn seine Hände tabu sind, ist der Mann von Hailey Bieber noch lange nicht fertig damit, sich tätowieren zu lassen. Im Gegenteil. Er plant gerade schon seinen nächsten Besuch im Tattoo-Studio. Dort will sich der Chartstürmer einen Pfirsich stechen lassen. Ausnahmsweise enthüllt Justin auch gleich, was die Frucht für eine Bedeutung hat. Peaches, zu Deutsch Pfirsich, ist der Titel seines Lieblingslieds auf seinem neuen Album Justice. Und das soll natürlich auch einen Ehrenplatz auf seinem Körper erhalten und dort verewigt werden.